Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Ratsmitglieder, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister von Sönkring, sehr geehrte Duisburgerinnen und Duisburger, liebe Gäste. Ich möchte mich zunächst einmal bedanken für die wunderbare Einladung zu diesem Anlass in dieses Haus, das ich sehr gut kenne. Ganz unterschiedliche Anlässe haben mich immer wieder hierher geführt, Pressekonferenzen natürlich, meine Arbeit als Journalistin. Aber ich habe mich erinnert, ich war auch schon mal als Aktivistin hier vor, ich sage jetzt mal etwas im Salon, gefühlten 100 Jahren, zu einer ganz, ganz frühen Aktion zur doppelten Staatsbürgerschaft. Damals ganz stark unterstützt von Ihnen, von Alt-Oberbürgermeister Josef Krings. Da war ich noch Schülerin. Wunderbare Trauungen habe ich hier erlebt. Und auch Projektvorstellungen, wichtige Projektvorstellungen unserer Stadt. Der heutige Tag ist in dieser Reihe trotzdem ein sehr besonderer für mich. Ich darf zu Ihnen und mit Ihnen sprechen am Tag der deutschen Einheit. Und für mich als Kind türkischer Einwanderer ist das ein großes Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass wir wirklich vereint sind, an sehr vielen Stellen jedenfalls. Und dass wir noch stärker vereint sein sollten. Vereint nämlich in Vielfalt. Wir feiern heute den 24. Jahrestag der deutschen Einheit. Woran ich mich persönlich aber doch besser noch intensiver erinnern kann, ist eben das Ereignis, das auch von Oberbürgermeister Sören Lien angesprochen wurde, das Ereignis, das zu dieser Einheit geführt hat. Der Erfolg der friedlichen Revolution in der DDR und der Fall der Mauer. Ich war damals fast 16 Jahre alt und weil ich einen, man muss sagen, wirklich großartigen Geschichtslehrer hatte, ich darf seinen Namen mal kurz erwähnen, Herr Stutz am Elios-Knapp-Gymnasium in Duisburg-Marzu, wenn ich also diesen wunderbaren Geschichtslehrer hatte, hatte ich zumindest den Hauch einer Ahnung von der Welt, in der wir lebten. Und ich weiß noch, wie ich die Bilder im Fernsehen sah von Menschen, die völlig entfesselt und euphorisiert, lachend und weinend und auch staunend einander in die Arme fielen. Und ich musste selbst weinen, vor Aufregung und Verwunderung. Freiheit. Das war es, was diese Menschen spürten, was sie gerade erlebten. Viele eben zum ersten Mal. Und wer zusah, der konnte spüren, welch großartiges Beben sich dann gerade ereignete. Historisch natürlich, aber eben auch menschlich. Ich sah also diese Bilder und ohne, dass ich jemals in der DDR war oder dort Verwandte hatte, konnte ich die Aufregung und die Bewegung nachvollziehen, die diese zum ersten Mal spürbare, erfahrbare Freiheit in den Menschen auslöste. Denn diese Freiheit, die diese Menschen umarmten, die sie sich selbst erkämpft und erstritten hatten, diese Freiheit war ja auch meine Freiheit. Die Freiheit, dort zu sein, wo man selbst sein möchte. Das zu sein, was man sein möchte. Zu denken und sagen zu dürfen, was man mag oder eben auch nicht. Das war also etwas, das ich mit diesen Menschen teilte, auch wenn unsere Leben ansonsten so verschieden waren. Im Rückblick, natürlich im Rückblick, Jahre später, habe ich erkannt, dass meine Reaktion, auch meine sehr emotionale Reaktion auf den Mauerfall, eines der ersten für mich greifbaren Zeichen meiner Identifikation mit diesem Land war, meiner Verbundenheit mit Deutschland. Der Mauerfall ist Teil auch meiner Geschichte. Deutlich kürzer liegt ein anderer Moment zurück, der mir wieder klar gemacht hat, die Geschichte dieses Landes ist eben auch Teil von mir. Und da werden Sie sich jetzt vielleicht ein bisschen wundern. Wir haben uns nicht abgesprochen mit dem Oberbürgermeister, was wir sagen, was wir erzählen. Aber die Normandie spielt auch bei mir eine große Rolle. Ich habe nämlich Ende Mai mit meinem Mann und meiner kleinen Tochter eine Woche Urlaub gemacht in der Normandie, im äußersten Zipfel, in Cotentin. Und den Weg zurück in die Heimat, der führte uns an den Landungsstränden vorbei. Und es war relativ schnell klar, da können wir nicht einfach so vorbeifahren. Wir hatten es nicht geplant, sind aber zum Omaha Beach gefahren. Zu dem Küstenabschnitt in Colville-sur-Mer, an dem am 6. Juni 1944 US-amerikanische Truppen landeten. Wie gesagt, das war nicht geplant. Wir hatten uns vorher nicht nochmal aktuell mit den Ereignissen, mit diesem Thema beschäftigt, sind einfach aus dem Moment heraus
schönen, sehr entspannten Autofahren, aus einem, ja, im Grunde Geplänkel mit unserer singenden und brabbelnden Tochter heraus dort angekommen. Und spätestens bei der Zufahrt zum Parkplatz mit Blick auf den großen, wirklich schönen, goldbraunen Strand hat sich die Leichtigkeit unseres Urlaubs aber dann doch verflüchtigt. Etwas Schweres legte sich auf meinen Brustkorb. Wir wurden ganz leise und hielten uns ganz fest an der Hand, drückten ständig eigentlich die Hand des anderen, um ganz sicher zu sein, dass wir eben nicht alleine waren, und gingen dann ganz langsam an den Strand herunter. Und unsere kleine Tochter, ein kleiner roter Farbfleck in einem roten Regenmantel, die tänzelte und trippelte so ein bisschen neben uns her. Unsere Schritte waren ganz automatisch ganz zaghaft, voller Ehrfurcht, voller Trauer, Scham, Wut, Respekt und alles zugleich bestürmte einen dort. Bilder im Gedächtnis natürlich, aus Dokumentarfilmen, aus Geschichtsbüchern, Gedanken an Menschen, die dort gekämpft hatten und gestorben waren. Menschen, ja wie wir, die auch Familie hatten, Kinder, Frauen, Träume, Wünsche. Nach Omaha Beach sind wir dann ganz still weitergefahren zum großen amerikanischen Soldatenfriedhof in Colville-sur-Mer. Das ist ein riesiges Areal auf einer Anhöhe am Meer, eigentlich ein traumschöner Platz, wenn man da hinkommt, der aber eben Zeuge eines Albtraums ist. 10.000 weiße Kreuze für die Soldaten, die im Kampf für die Nazi-Deutschland ihr Leben ließen. Und wieder war da stilles Entsetzen, die Trauer. Und nach einer ganzen Weile, als wir doch etwas gefasster waren, da empfanden wir auch eine tiefe, demütige Dankbarkeit für ganz vieles. Aber eines möchte ich besonders erwähnen. Dankbarkeit für das Land und die Welt, in der wir heute leben dürfen. Eine tiefe, demütige Dankbarkeit für dieses Deutschland, das befreit vom Schrecken der Nazi-Herrschaft sich auf den Weg gemacht hat, ein neues Selbst zu finden, es aufzubauen, es zu pflegen und dieses Selbst einzureihen in eine große Reihe befreundeter europäischer Staaten. Eine große Leistung. Deutschland heute, unser Europa heute, ist ein Wunder. Das war genau der Gedanke, der auch mir immer wieder durch den Kopf ging, beim Anblick dieser 4.000 Kreuze auf dem Soldatenfriedhof in der Normandie. Das klingt nicht nur pathetisch, das war auch so, das hat sich genauso angefühlt. Und wieder war völlig klar, dieses Land, das die Verantwortung trägt für die Katastrophe des Zweiten Weltkrieges und des Holocaust, das ist auch mein Land. Es ist mein Land, weil ich es als genau das angenommen habe. Ich habe es mir zu eigen gemacht. Auch weil es sich seiner schrecklichen Taten, seiner Geschichte gestellt hat und weil es bis heute bezeugt, dass Verantwortung vor der Geschichte möglich ist. Das sind nur zwei Beispiele, die ich nenne, die für mich Ausdruck und Zeichen dafür sind, dass dieses Land, in das meine Eltern vor langer Zeit gekommen sind, zu meinem Land geworden ist. Das liegt auch daran, dass ich es dazu gemacht habe. Ich will das gleich noch erläutern, aber zunächst einmal zu der Frage, warum sage ich Ihnen das? Und dann auch ausgerechnet am Tag der Deutschen Einheit. Weil ich finde, dass es bei der Einheit, im Grunde bei jeder Einheit oder Vereinigung, ganz gleich, ob es sich dabei um die deutsch-deutsche, deutsch-interkulturelle, zwischenmenschliche oder sonst eine handelt, immer darum geht, dass man sich bewusst dafür entscheidet und dann alles tut, was dafür vonnöten ist. Hört sich selbstverständlich an, ist es meiner Erfahrung nach aber nicht. Ich möchte heute im Grunde zwei Gedanken vertiefen. Ich habe dieses Land, dieses Deutschland zu meinem Land gemacht. Ich habe es angenommen. Ich habe mich für Deutschland entschieden. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die mich bewegt und auch ganz viele andere, deren familiären Wurzeln nicht ursprünglich hier liegen, hat sich dieses Land auch für uns entschieden. Hat es uns, mich angenommen, gilt die Einheit also tatsächlich für uns alle. Und dieser zweite Punkt, der führt mich persönlich erstmal zurück in meine Kindheit, hat natürlich ganz viel mit dieser Stadt zu tun. Zuallererst also hat Duisburg Frau Jagdfeld hat mich angenommen, eine Nachbarin meiner Familie, eine Kriegswitwe aus meiner Kindheit in Obermarxburg. Ich muss dazu sagen, ich habe sie natürlich die Frauenjagdfeld genannt, das war eine Oma-Jagdfeld.
Oma Jagdfeld lachte mit uns, sie schaute aus dem Fenster, passte auf, dass wir beim Gummikiss oder Seichenspringen nicht auf die Nase fielen. Und hatte immer so ganz leckere Karamellbonbons in der Kippeltasche. Und sie war im Grunde das Bild von einer Oma. Also sie war meine, unsere Oma. Dass Oma und Opa auch meine Großeltern in der Türkei sein sollten, das hat sich mir sehr spät und auch nur sehr schwer erschlossen, um ganz ehrlich zu sein. Hedwig Frintrop hat mich angenommen. Meine Klassenlehrerin an der Grundschule Kappstraße. Wenn ich mir heute noch Fotos von ihr anschaue, dann meine ich, sie sah schon ziemlich streng aus. Aber für mich war sie eine Art Engel. Sie war zauberhaft aufmerksam, einfühlsam. Und ich war erst in der dritten Klasse, als sie viel zu früh an Krebs starb. Und trotzdem bleibt sie bis heute eine der prägendsten Figuren in meinem ganzen Leben. Nicht nur hat sie uns alle an die Hand genommen und uns mit all den Informationen versorgt, die man haben muss, um seinen Weg durch unser Bildungssystem zu finden. Sie hat mich und meine Eltern stark gemacht und uns gezeigt, ihr könnt das. Asle kann das. Aufs Gymnasium gehen zum Beispiel. Ich bin nicht sicher, dass ich es ohne sie geschafft hätte. Ohne dass sie etwas in mir gesehen und dann auch gefördert hat. Weiter mit der Frage, hat Duisburg mich angenommen? Meine Stadtteilbibliothek hat mich angenommen. Damals in Hamburg. Mein Paradies der Bücher. Ich konnte Stunden dort verbringen, durfte das auch. Eine riesige Schatzkammer, der ich auf ewig dankbar und verpflichtet bin. Denn diese Möglichkeit zu lesen war es, die mir Sprache gegeben hat. Ideen, Gedanken und Worte mich auszudrücken. Zu sagen, was mich bewegt, was mir wichtig ist, was mich als Menschen, als ich ausmacht. Die Sprache hat mich stark gemacht und die Literatur hat mich mutig gemacht. Die Bücher, die ich lesen konnte, haben mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und deshalb bleibt für mich die Stadtbücherei die erste Kultureinrichtung einer Stadt. Ich kann also an dieser Stelle sagen, ja, Duisburg hat mich angenommen. Kann ich rundheraus sagen, weil mich Menschen hier angenommen haben. Menschen, auf die ich persönlich traf, die ich kennen und schätzen lernen konnte und sie umgekehrt auch mich. Was aber ist mit diesem Land, mit Deutschland, der größeren Einheit also, sozusagen, hat auch dieses Land mich, uns, angenommen? Ich weiß mich in großer Gesellschaft, wenn ich diese Frage für meine Stadt, meine Heimatstadt, mit Ja beantworten kann, bei der zweiten aber doch ein paar Momente länger nachdenken muss. Und bei diesem Nachdenken tauchen dann ein paar durchaus rote Tücher auf. Ich will das gar nicht groß ausbreiten, nur ein paar Schlagwörter. Staatsbürgerschaft, Wahlrecht, Diskriminierung. Und dann erst das Großthema Integration. Allein das Wort hat bei mir, da bin ich ganz ehrlich, kann man später im Gespräch auch gerne erläutern, allein das Wort hat bei mir in der Zeit lang allergische Reaktionen ausgelöst, weil es in vielen Fällen mir doch eben versucht hat vorzugaukeln, es gäbe eine Art Idealzustand, jemand zu sein hat und wer neu dazukommt, der soll gefälligst so werden. Ich weiß, dass nicht jeder das so meint, aber. Was gehört noch dazu zu den roten Tüchern? Ganz sicher, die legendäre Fähigkeit dieses Landes und vor allem seiner politischen Führungsriege jahrzehntelang zu ignorieren, dass es überhaupt so etwas wie Vielfältigkeit und Verschiedenheit in unserer Gesellschaft gibt, die zu berücksichtigen wäre. Dass Menschen kommen sind, um zu bleiben, haben viele ja erst zur Kenntnis genommen, als die ersten schon wieder gegangen sind. Beim Nachdenken über die Frage, ob dieses Land mich und meinesgleichen angenommen hat, sehe ich aber nicht nur die bereits erwähnten roten Tücher, sondern natürlich auch Chancen und Möglichkeiten. Zum Beispiel eben die, dass die regionale Prägung und Identität eine viel größere Möglichkeit, eine viel größere Flexibilität anbietet, als die oftmals exklusiven, im Sinne von ausschließenden Definitionen, die der nationale Rahmen leider allzu häufig vorliegt.
In diesem Sinne ist das Zusammenleben in unseren Kommunen lange von einer deutlich größeren Selbstverständlichkeit geprägt gewesen, als es bundespolitische Debatten suggeriert haben. Auch deshalb ist die deutsche Einheit als die Vereinigung der beiden deutschen Staaten lange Zeit an der Lebenswirklichkeit der Einwanderer im Grunde vorbeigegangen. Mit ihnen hatte das zunächst relativ wenig zu tun, weil es eine Einheit war, die die Einwanderer nicht wirklich auf der Agenda hatte. Im Gegenteil. Nicht wenige haben in dieser Zeit den Eindruck gewonnen, dass sie zwar schon ewig lange in der Bundesrepublik lebten, und trotzdem durften andere, die mit dem Augenblick Einwanderer als neue Akteure ins Feld getragen, sich eher als Teil dieser Gesellschaft sehen, als Menschen, die vor Jahrzehnten schon als Migranten hergekommen waren und einen Beitrag zum Leben hier geleistet haben. Und trotzdem ist dieses Land, dieses Deutschland, das beste Land, das ich kenne. Das einzige, in dem ich leben will und ich denke auch leben kann. Ich denke, das, was ich jetzt sage, gilt für sehr, sehr viele. Deutschland war gut für mich. Deutschland war gut zu mir und zu uns. Meine Eltern haben hier die Chance bekommen und sie ergriffen, sich ein eigenes, ein neues, ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. Und genau diese Chance habe ich auch bekommen. Ich konnte zur Schule gehen. Keine Selbstverständlichkeit. Ich hatte Zugang zu Unmengen von Büchern. Ich bin sicher, gesund und geborgen aufgewachsen. Und das ist so unendlich viel mehr, als viele Menschen in dieser Welt für sich beanspruchen können. Und genau das wird uns gerade in diesen Tagen immer wieder aus bitterste Augen geführt. Ich kann mir trotz dieses positiven Blickes vorstellen, dass es auch hier noch ein bisschen besser geht. In dem Sinne, dass wir eine Einheit erreichen könnten und auch sollten, die wirklich alle umfasst. Im Grunde eine Art weitere deutsche Einheit, die bislang lange wenig berücksichtigten Einwanderer und ihre Nachkommen mit einschließt. Wie? Ich meine, dazu müssten wir unseren Blick und unsere Haltung verändern auf einen entscheidenden Punkt, nämlich auf die Herkunft der Menschen. Schauen wir uns unser Land und unsere Gesellschaft mal an. Aus allen Teilen der Welt leben Menschen hier. Aus den unterschiedlichsten Schichten, Berufen, Weltanschauungen und Glaubensgemeinschaften. Allein das Ruhrgebiet ist ja eine ganze Welt für sich. Über keine andere Region in Deutschland und auch in Europa lässt sich sagen, dass sie allein aufgrund von Einwanderung überhaupt existiert. Das ist so etwas wie das Schicksal dieser Region, ihr Daseinsgrund auch, die Voraussetzung ihres Bestehens. Ein fortwährendes Kommen und Gehen, Bleiben und Weiterziehen von Menschen, Kulturen und Lebensentwürfen. Menschen aus mehr als 190 Nationen, 2000 Religionsgemeinschaften, Tür an Tür, miteinander und ehrlicherweise auch nebeneinander. Wie eng oder auch lose immer ihr Verhältnis zueinander ist, all diese Communities zusammen machen unsere Region, die Städte, die Stadtgesellschaften und ihre Themen aus. Sie treffen sich, reiben, mischen sich, prallen manchmal aufeinander und ein anderes Mal verschmelzen sie. In jedem Fall aber lässt sich das Ruhrgebiet und auch unsere Stadt nicht denken, ohne die Wurzeln, die deutsch und polnisch sind und die eben auch mal bis nach Italien, Griechenland oder in die Türkei reichen. Doch nicht nur aufgrund seiner Bevölkerungs- und Einwanderungsstruktur ist der Mikrokosmos Ruhr und unsere Stadt Duisburg so etwas wie ein komprimiertes Modell Europa. Auch die großen Themen urbaner Ballungsräume sind hier ja verdichtet zu finden. Klima, Verkehr, demografischer Wandel. Zentrale Fragestellungen für die Zukunft sind hier bei uns früher aktuell und schneller aktuell als an anderen Orten. Die Frage ist nur, was machen wir daraus?
Was haben wir daraus gemacht? In den vergangenen Jahrzehnten haben wir viel Zeit mit den ewig gleichbleibenden Fragen und Formulierungen zur sogenannten Integration vergeudet, finde ich. Es ging fort wie so. Nicht, dass die Aufgaben und Fragestellungen unwichtig wären, nein, sie sind zu bearbeiten, sie sind zu lösen. Die Frage ist nur, was bringt uns diese Perspektive? Dieser Blick zurück, der sah so aus, dass wir gefragt haben, woher kommen die Menschen, was haben sie von dort mitgebracht und im Zweifelsfall, was nehmen sie wieder mit zurück? Und die Frage nach dem Woher, in der Weise gestellt, wie wir sie leider aufgestellt haben, führte häufig, zwangsläufig, in Gefilde, die Vergangenes und vielleicht sogar Trennendes betonen. Nicht immer, aber allzu oft beziehen sie sich auf Erfahrungen und Prägungen, die man nicht unbedingt miteinander teilen kann. Vergleichen ja, im Sinne einer Rückschau auf ähnliche Erfahrungen und Prüfungen, die man im Leben erfährt, aber das eigentlich Wichtige aus meiner Sicht wäre ja zu überlegen, was ich mit den Antworten anfangen kann, die ich erhalte. Wozu dienen die Informationen, die ich so bekomme? Was ist ihr Mehrwert? Wobei genau helfen sie mir? Wir leben in einem Land der Verschiedenheiten, stehen vor wirklich großen Herausforderungen und wollen uns bei der Methode des Begreifens, des Wissen und Kennenlernens hauptsächlich auf die Form der nostalgischen Rückschau im Sinne der Frage nach dem Woher verlassen. Ich weiß natürlich gut, dass das nicht allein die gelebte Praxis ist. In unserem Alltag nicht, in unserem Berufsleben nicht. Aber was das große allgemeine Verhältnis der Gesellschaft zu ihren Einwanderern angeht, scheint das immer noch bestimmend zu sein. Dieser Blick auf die Herkunft bestimmt unseren Blick und unsere Haltung zu ihnen. Wir sprechen aber hier immerhin von, glaube ich, ungefähr einem Fünftel unserer Bevölkerung. Und ich muss gerade heute, gerade in diesen Tagen in Duisburg ja nicht besonders erwähnen, dass ja immer neue dazukommen. Jeden Tag kommen Menschen zu uns, bei denen wir uns aufs Neue die Frage nach dem Woher stellen könnten. Nur wohin führt es? Beantwortet das die Fragen, die unsere Zukunft bestimmen? Wie wir den demografischen Wandel lösen wollen, der Globalisierung begegnen oder dem digitalen Zeitalter? Wie wir unsere alternde Gesellschaft organisieren oder mit der steigenden Zahl der Demenzkranken umgehen wollen, wie die Schule der Zukunft aussehen muss oder wie stark die Solidarität in unserer Gesellschaft ausgeprägt ist, das Verhältnis von Jung und Alt, von Arm und Reich, in welcher Gesellschaft wir in Zukunft leben wollen. Sind das nicht die viel drängenderen Fragen, bei deren Beantwortung wir im Grunde jeden, aber auch wirklich jeden brauchen? Weil das eben Fragen sind, die auch jeden angehen und jeden betreffen, der hier lebt. Ich finde, wir müssen unseren Blick ändern, unsere Haltung. Nicht mehr zurückschauen. Es geht nicht mehr um die Frage, woher die Menschen einmal gekommen sind. Die Frage ist, wohin wir in Zukunft gemeinsam gehen. Was sind unsere gemeinsamen Projekte? Welches Deutschland wollen und können wir gemeinsam bauen? Die Arbeitsgrundlage dafür haben wir. Das ist unser Grundgesetz. Darin ist alles geregelt, was geregelt sein muss, an Rechten und an Pflichten. Und wenn es nicht darin steht, dann könnte es sein, dass es auch nicht von so großer Bedeutung ist. Von diesem Tag der Einheit geht deshalb für mich nicht nur ein Zeichen aus des großen, geschichtlichen Glücks der deutschen Vereinigung, sondern auch die Aufforderung, die Einheit zu vollenden. Ein gemeinsames Haus Deutschland zu bauen, das viele verschiedene Zimmer hat, die unterschiedlichen Geschmäckern entsprechen. Eltern von Teenagern wissen, wovon die Rede ist. Ein Haus voller verschiedener Zimmer für Menschen unterschiedlichen Alters, verschiedener Weltanschauungen, aus allen Generationen und mit diversen Interessen. Ein Haus aber mit einem gemeinsamen Fundament, einem gemeinsamen Dach. Und dieses Haus soll Heimat und Zuhause sein für uns alle. Und das kann es auch. Das ist mein Bild von meinem Land. Von meinem Land, das ich immer mit mir und bei mir trage. Voller Trauer, Scham und Demut, wenn ich in Colville-sur-Mer an Soldatenrädern stehe.
Voller Zweifel und Zorn, wenn ich die Tageszeitung aufschlage und von Protesten gegen Flüchtlinge lese, zumal in meiner eigenen Heimatstadt. Aber auch voller Dankbarkeit und Glück, wenn ich heute Abend wieder die Nachrichten im Fernsehen gucke und sehe, was Menschen überall in der Welt erdulden müssen. Ich hier aber nicht. Das ist mein Bild von meinem Land und der Einheit, von der deutschen Einheit. Und das ist eine Einheit in Vielfalt und in Verschiedenheit. Thank you.